So, der Eintrittskarte haben wir jetzt. Okay, gut. Gucken wir uns die ganze Geschichte hier mal an. Ach, seht ihr, die Bahn fährt auch. Schön. So, hier können wir rein. Ich habe mich jetzt eben gerade ein bisschen blöde angestellt an der Kasse. Vorne ist irgend so ein Fußtrittteil, wo man drauf treten muss und man muss klingeln. Dann klingelt es. So, und ich wusste das aber nicht. Also ich habe mich jetzt wirklich gefragt, hey, was für eine Klingel meint denn der Mensch da? Ja. Ja, das ist so, wenn man was an den Augen hat, ne? Leute, das ist so, wenn man schlecht sieht, dann hat man da ein bisschen schlechte Karten. Ich muss auch die Dinger, die Bahn fetzen. So, hier sind wir jetzt in der alten Straßenbahn drin. Das ist komplett Nostalgie mit den Holzbänken. Die bieten ja auch Sonderfahrten damit auch an. Das heißt also, sprich, man kann an Sonderfahrten teilnehmen. Ich glaube, einmal im Monat oder so ist das hier in Chemnitz durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, Fahrkarte, glaube ich, 15 Euro, 18 Euro, so um den Dreh war es. Aber es sind meistens auch bloß Rentner, die da mitfahren. Das heißt also im Endeffekt, das ähnelt dann wahrscheinlich einer Kaffeefahrt. Aber so finde ich das hier richtig cool, dass das erhalten bleibt. Das mit der blauen Glasscheibe finde ich cool. Stehplätze, 22 Sitzplätze. Das haben sie cool gemacht, also mit dieser Verglasung hier mit dem Blauen, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. So, wir sehen hier einen Einkaufswagen, wo die Leute früher ihr Zeug mit transportiert haben. Das wär's. Da hätte man aber ganz schön zu buckeln. Der arbeitet auch hier. Immer noch. Das muss damals eine ganz schöne Knochenarbeit gewesen sein. Das ist die Wunderlampe, wo Aladdin wahrscheinlich rauskam. Alte Sitzbänke. Die Mülltonnen kenne ich auch immer noch. Oh, das war was aus DDR-Zeiten. Als Kind habe ich früher immer gedacht, die sind aus Pappe, weil die so bräunlich schimmerten oder auch braun in braun gab. Ich habe meinen Schienenbus gerade gesehen. Den gucken wir uns gleich an. So, mit dem Wagen könnte man rein theoretisch auch ein großes Fass Bier transportieren, wie man das hier sieht. Also wenn hier jetzt ein paar Liter drin wären, ja, das würde schon was werden. Das ist hier so eine Hantel für ganz starke Leute, für gewichthebende Extraklasse. So, hier haben wir noch mal ein paar alte Bahnen.
oder Schienenbus ist es eigentlich nicht, es ist ein Fahrzeug. Aber live habe ich das Ding noch eigentlich bis jetzt noch nie gesehen, das ist heute das erste Mal. Und im Fahrbetrieb habe ich den auch noch nicht gesehen. Das Ding sieht aber wirklich beeindruckend aus. Stylisch. Irgendwie stylisch. Spiegelt jetzt alles ja ein bisschen. Mist. Gute Sitze kann man erkennen. Das Ding sieht cool aus. Gucken wir uns den mal an. So, das ist ein typischer Linienbus, wie wir ihn früher in der DDR hatten. Ich weiß gar nicht, an die Sitze kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das Kuriose ist, es ging auch früher mit Kinderwagen. Ne? Ich meine, da wurde das Ding reingehoben und gut ist. Und heute liegen sie rum, wenn sie mit dem Kinderwagen nicht reinfahren können und ja und hü hast du nicht. Aber komischerweise, es ging ja auch früher. Dem Grund verstehe ich die Leute heute nicht wirklich, dass da dann gleich so ein Gewese gemacht wird und ja und will und Kinderwagen und ich kann nicht und will und wieso denn und weil. DDR ging es auch früher. Mit, naja, teilweise vielleicht Rollstühlen hatten ja einige schon. Oder auch wenn jemand jetzt mit einem Stock kam oder so und nicht mehr so gut zu Fuß war, auch der kam hier irgendwie die Treppen hoch. Und heute wollen sie eigentlich fast in den Bus reingehoben werden. Ich verstehe es nicht. Ah, da haben wir noch einen. Und da hinten bauen sie an Gleisen. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt hier erstmal mit dem Video. Ich mache jetzt nochmal für Facebook nochmal einen Livestream. Wird wahrscheinlich ein Zweiteiler werden vom Eisenbahnmuseum, Straßenbahnmuseum. Und dann gucke ich mal, ob ich einen Livestream über YouTube noch hinbekomme. Müssen wir mal gucken. Wenn jetzt noch irgendwas sein sollte, was mir entfallen ist, filme ich es einfach nochmal und hänge es dann an dem Video mal hinten mit dran. Ist ja nicht das Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal kurz Kommentar schreiben, abonnieren, Daumen nach oben. Ja, Kommentare sind immer gern gesehen. Also würde mich freuen, wenn hier mehr Kommentare kämen. Aufrufe, ja, gehen zwar zur Zeit, aber die Kommentare wären mal ganz schön, wenn die Leute mal da was dazu schreiben würden, ob ihnen das Video gefallen hat oder ob sie sagen, ja Gottes Willen, das ist doch der größte Scheiß, den du da drehst. Was für Unsinn machst du denn? Und den Blödsinn, den du dazu kommentierst. Einfach mal eine Meinung reinschreiben. Das wäre schon mal schön. Okay. So, das ist hier die Bahn, die immer für Sonderfahrten immer genommen wird. Wir wollen heute damit wahrscheinlich auch irgendwo wieder hinfahren, weil die hier flott gemacht wird. Ich wusste gar nicht, dass die hier abfährt. Aha. Sehr interessant. Ich kenne die zwar, aber ich dachte mal, Einstiegsort wäre dann hinten hier mehr, sag mal schnell, die regulären Haltestellen oder ja, Roter Turm. Okay, ist ja ein Ding. Ich weiß aber jetzt nicht, was es kostet, wenn man damit fahren will. Stimmt auch nicht umsonst. Ich habe ja gesagt, wenn mir was noch einfällt, hänge ich einfach hinten am Video mit rein und das ist es jetzt. Ich wollte bloß bitte filmen. Für die Öffentlichkeit. Ach so, gut, gut zu wissen. Ach du Scheiße. Gut zu wissen. Ups.
Na, hoppala. Scheiße. Gleich wieder einen Bock geschossen. Naja, hätten sie ein Schild dran machen müssen, nicht für die Öffentlichkeit, das weiß ich ja nicht. Die Fotos sind klasse, richtig schöne alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von früher. Herrlich. Einfach nur herrlich. Das war es jetzt gewesen, Straßenbahnmuseum. Ja, ich habe alles im Kasten, alles was ich filmen wollte, habe ich gefilmt. So, jetzt heißt es nach Hause.
und das Ganze schneiden und dann geht das dann ins Netz. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ja, Kommentare, Likes, immer gern gesehen. Abos sowieso. Ein paar mehr wären schön. Ich habe gerade 53. Ja. Wenn man das bei den anderen Leuten so sieht, über ein paar tausend. Ich meine, gut, ich mache jetzt nicht so viel wie die, aber ja. Okay, gut, das wäre es gewesen.